Willkommen aus dem Bischofshof in Linz zum Ostergespräch am Ostermontag mit Bischof Manfred Scheuer. Schön, dass wir hier sein dürfen. Grüß Gott. Ostern 2024, ein Fest, das 50 Tage dauert, in dem es um Auferstehung, um neues Leben geht, in einer besonders unruhigen Zeit. Wirtschaftliche Krisen, Krieg in Israel, Krieg in Europa, so nahe wie schon lange nicht. Wie geht es einem Bischof dabei? Zu Ostern gehört Leben, Tod und Auferstehung Jesu. Und zwar unlösbar voneinander. Insofern sind die Krisen, das ist zum Beispiel der Klimawandel, das sind die Kriege, das sind die Konflikte, das sind Formen von Ausgrenzung, das sind die Schwierigkeiten in der Gesellschaft und in der Demokratie, die sind durchaus ein Teil von Ostern. Und zu Ostern hoffe ich ganz stark darauf, dass das Leben über den Tod siegt. Oder auch, dass die Liebe stärker ist als der Hass. Oder dass der Frieden das letzte Wort hat und nicht der Krieg. Jetzt haben Sie schon den Frieden angesprochen. Anfang März gab es ja diese Aussage von Papst Franziskus, die ja für Diskussion gesorgt hat. Ich zitiere, schämt euch nicht zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird. Die Ukraine soll Mut zur weißen Fahne haben. Wie sehen Sie diese Aussage? War es ein Fehler? Wie hat er das gemeint? Grundsätzlich ist, glaube ich, das Wort von der weißen Fahne ihm in den Mund gelegt worden, im Zusammenhang zumindest. Er hat auch nie das Recht der Ukraine auf Verteidigung, auf Selbstverteidigung bestritten. Und er hat auch immer klar Russland als Aggressor bezeichnet. Ich halte es für eine Verwirrung in den Köpfen, wenn man eigentlich nicht mehr über den Frieden reden kann, sondern im Kopf nur mehr hat Sieg oder Niederlage, wer gewinnt, beziehungsweise auch, dass man die Möglichkeit auf Verhandlungen von vornherein eigentlich nicht mehr in Erwägung zieht. Insofern glaube ich, dass über kurz oder lang der Papst da eigentlich ein prophetisches Wort gesprochen hat. Und zwar auch deshalb, weil er den Blick auf die Leidenden, auf die Opfer des Krieges gewendet hat, die ja bei den anderen Sprüchen nicht benannt werden. Also würden Sie auch sagen, Friedensgespräche, es wäre Zeit dafür? Weil es ja auch darum geht, nicht einfach, dass jetzt Kapitulation stattfinden soll. Das geht es nicht. Es soll ja ein gerechter Friede sein. Es gibt ja durchaus auch in der Gegenwart noch viele wirtschaftliche Verbindungen mit Russland. Und da dann diese Kräfte auch einzusetzen, um Russland zu Verhandlungen zu zwingen oder zumindest zu bewegen, das halte ich schon für sinnvoll. Jetzt hört man so oft, ja, wer hat Recht, wer setzt sich durch, wer gibt nach, unter Anführungszeichen. So oft scheint es um das Siegen zu gehen. Was können wir denn daraus in unseren Alltag im Kleinen mitnehmen, umsetzen, lernen? Ich glaube, dass das binäre Denken, das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein, schwarz oder weiß, gut oder böse, Freund oder Feind, dass das zu kurz greift. Gerade in der Gegenwart, glaube ich, ist es wichtig, dass wir unterscheiden, dass wir eigene Anteile an Konflikten auch benennen, dass ich Korrektur bedürftig bin, aber auch der Korrektur fähig bin, dass ich lernen kann von anderen und dass ich Andersdenkende durchaus auch als Bereicherung empfinde, nicht als Bedrohung. Es ist ja auch im Alltag so, glaube ich, dort, wo ich zum Beispiel Fremde oder andere kennenlerne, gibt es eine andere Basis für ein Verständnis. Wo ich von vornherein Vorurteile habe, die ausgrenzen, die verurteilen vielleicht auch, da gibt es keine Möglichkeit für ein Gespräch. Generell, ganz allgemein gesehen in der Gesellschaft, wird für manche der Blick nach vorne aufgrund all dieser Dinge, der multiplen Krisen, für viele schwieriger.
Ist die Kirche gerade jetzt der richtige Ort, um Menschen Halt zu geben? Wie sehen Sie da Ihre Rolle? Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, nicht nur den Blick nach vorne zu richten, das auch, sondern ganz aufmerksam auch für die Gegenwart zu sein. Das heißt, für das Hier und Jetzt, zum Beispiel für das weinende Kind oder auch für den kranken Nachbarn, der mich braucht, oder auch für den Arbeitskollegen, der gerade in Schwierigkeiten steckt. Weil wie wir jetzt miteinander umgehen, das hat große Auswirkungen auch auf morgen. Es gibt, glaube ich, in jeder Lebensgeschichte, aber auch in der Geschichte eines Landes, einer Gesellschaft, ganz unterschiedliche Phasen. Manchmal bin ich nur mit dem Aufräumen der Scherben beschäftigt. Manchmal erfahre ich das Glück im Augenblick, ohne dass ich weiß, wie es übermorgen ausschaut. Aber ich glaube, diese Fähigkeit, die Grundfähigkeit zur Freude, die sollten wir uns nicht abhanden kommen lassen. Ich glaube auch, dass die Hoffnung, die Zuversicht lebt aus der Erinnerung an geglücktes Leben, an schöne Stunden, an Sternstunden des Lebens. Ostern ist schon auch so etwas wie eine Sternstunde, die Hoffnung gibt. Jetzt gibt es in der Kirche die große Säule mit Gottesdienst, Liturgie, das kirchliche Jahr. Auf der anderen Seite aber, Sie haben auch gesagt, Telefonseelsorge, die Seelsorge generell. Bekommt diese Säule in der Kirche mehr an Bedeutung jetzt? Wie entwickelt sich das? Ich selber habe mehrere Feiern, zum Beispiel mit Wohnungslosen, auch festliche Essen oder auch ein Weihnachtsmahl oder eine Wallfahrt. Und da merke ich, dass die Freude eine Nahrung für die Seele ist, die gerade auch Menschen brauchen, die sonst auch wenig haben. Aber die Freude oder auch eine Form von Gemeinschaft ist nicht zu ersetzen. Ich spüre ja auch, dass zum Beispiel die Vereinsamung gerade für Alte, aber auch für junge Leute ein großes Thema ist, ja vielleicht sogar eine Krankheit der Gegenwart. Und da ist das gemeinsame Feiern, das Unternehmen so etwas wie eine Therapie, ein Medikament. In letzter Zeit beschäftigt aber auch sehr, sehr stark das Wirtschaftliche. Es kommt immer öfter vor, dass Menschen zu Caritas kommen und sagen, naja, sie haben finanzielle, existenzielle Ängste. Was passiert denn da? Wie entwickelt sich das? Die unterschiedlichen Krisen, sei es der Klimawandel, aber auch die Kriege, die Energiekrise, die Teuerung, die in den letzten Jahren doch relativ stark war, hat schon Auswirkungen auch bei den Beratungsstellen der Caritas. Einfach, dass es teilweise auch schon Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft trifft, den Mittelstand, die oft relativ leise in Not geraten und nicht von selber herauskommen können. Ich halte diese Entwicklung schon für sehr bedenklich. Es ist wichtig, gerade denen auch zur Seite zu stehen, die selber nicht mehr oder noch nicht die Kraft haben, wieder auf eigenen Füßen zu stehen und sich selber das zu erarbeiten. Es soll eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Was sich gegenwärtig schon auch öfter zeigt, das ist die Frage, wie werden Leute lebenstüchtig oder wie kommen sie in den Beruf, wie kommen sie in die Arbeit hinein? Wie sind sie auch belastbar? Wie halten sie auch etwas durch? Auch da braucht es auf der einen Seite materielle Stütze, auf der anderen Seite aber auch soziale oder auch therapeutische Begleitung. Zukunft 2024, das Jahr der Wahlen, Europawahlen, Nationalratswahl. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr, auch autoritäre Regime bekommen Zuspruch. Was denken Sie, kommt da auf uns zu? Papst Franziskus hat einmal zwei große Übel für das gesellschaftliche Zusammenleben, aber auch für die Kirche angesprochen. Das sind ein übertriebener Nationalismus und das ist ein Individualismus. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Land, aber auch innerhalb eines Landes eine Gruppe so etwas wie eine Blase bildet,
und sich ausschließlich in eigenen Kreisen, die sich selber bestätigen, bewegen. Und diese Blasen aufzubrechen, beziehungsweise auch ein Denken, das nur Freunde und Feinde kennt und das alle anderen als betrogen wahrnimmt oder sieht, das halte ich für etwas, was es zu überwinden gilt. Das andere, das ist die Frage, viele sind schon so vereinzelt worden, dass sie gar nicht mehr integriert sind. Es ist nicht immer gleich so die bewusste Abspaltung oder Ausgrenzung, sondern die Unfähigkeit, miteinander zu können oder zu wollen. Das war ja, so habe ich es einmal gelesen, eine Folge des Ersten Weltkriegs, dass viele zueinander gesagt haben, unter den Ländern, aber auch zum Beispiel zwischen den Parteien, wir können nicht mehr miteinander und wollen nicht mehr miteinander. Und da Formen der Kooperation, des Gesprächs, der gewaltfreien Konfliktbewältigung zu suchen, das halte ich für eine Aufgabe, die für die Demokratie unabdingbar ist. Wenn wir jetzt eine Brücke legen und sagen, die Botschaft von Ostern und die Situation und die Herausforderungen, in denen sich die Gesellschaft jetzt aktuell befindet, wo gibt es denn Parallelen? Was können wir lernen, damit wir die Hoffnung, die Liebe, damit wir mit einem positiven Blick wieder nach vorne schauen? Wenn ich so die Osterbotschaft des und der Evangelien lese, ist es zum Beispiel immer die Angst der Jünger, auch der Jüngerinnen, die aufgebrochen wird. Die Angst, die sich verschließt und die dann aufgebrochen wird. Oder die Angst, die sich letztlich in der Vergangenheit vergräbt und die einen Schlüssel für die Gegenwart bekommt. Oder die Vereinsamung, wo ein Mensch erfährt, ich werde beim Namen angesprochen, ich bin gewollt oder geliebt. Oder auch die Jünger, die da erfahren, wir schließen uns in der Angst ein, ziehen uns zurück und da sagt einer, der Friede sei mit euch. Also Angst, Friede, Zuversicht, Hoffnung, aber auch das Bedenken der eigenen Verwundbarkeit, dass das keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Das würde ich jetzt mit Ostern durchaus verbinden. Damit herzlichen Dank, Bischof Manfred Scheuer, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen. Ja, und bei Ihnen bedanken wir uns auch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.